Hallo Leute. Nee, ich sitze ja nicht auf dem Klo, ich sitze auf dem Hocker. Ganz anderes Video, aber das muss heute sein. Was essen die Schweden, um das aussprechen zu können? Hjälpa ist ein Schubkasten, den wir heute zusammenbauen. Ein Teil von IKEA. Unten steht's, IKEA. Seit 4 Wochen zaubern wir mit IKEA, um ein paar Möbel zusammenzubekommen. Wir sind hier in der Türkei, in Antalya, und da gibt es auch eine IKEA-Filiale. Es gibt die in Ankara, es gibt die in Istanbul, es gibt die in Izmir, es gibt die in Adana, es gibt die in Bursa und noch drei andere. Also ja, du kannst hier in Antalya in die Filiale gehen, kannst da Sachen bestellen, aber du bekommst sie einfach nicht. Und wenn, dann nicht vollständig. Irgendwas fehlt immer. Ja, beim ersten Mal haben wir eine Bestellung gemacht. Und eine komplette Schrankgeschichte mit Vitrinen und mit Kleiderschrank etc. Und das haben wir eine Liste bekommen, was alles geliefert werden kann und gleichzeitig eine Liste, was nicht geliefert werden kann. Und die kann man, so war der Hinweis, im Internet ganz einfach bestellen. Ganz einfach. Ja, sicher. Kannst du bestellen, wenn sie da ist, die Sache, die du bestellen willst. Also, ja, kommen wir später drauf. Heute haben wir was ganz anderes. Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach es ist, einen IKEA-Schubkasten zusammenzustecken. Da ist nichts mit Schrauben, sondern die werden zusammengesteckt. Mal abgesehen von dem, was ich in dem nächsten Video euch liefern werde, ist das jetzt mal eine schöne Sache oder eine einfache Geschichte. Hier ist die Anleitung. Wisst ihr was? Weg damit. Wer nicht ganz so knusper ist und noch nie was zusammengesteckt hat, der wird vielleicht die Anleitung brauchen. Ich möchte euch zeigen, dass man ohne Anleitung das auch hinkriegt. Ich habe schon mal das Unboxing gemacht. Und zwar geht es um einen Schubkasten 80 cm mal 55 und ungefähr so diese Höhe. Ein Schubkasten ist ja den Schrank hinter mir. Um diese Schubkästen zu bekommen, haben wir drei Anläufe gemacht. Nämlich erstmal den Schrank geliefert bekommen, also das, was da steht, was ihr da seht. Nichts weiter dazu, keine Türen, keine Schubkästen, keine Blenden für die Schubkästen, gar nichts. Kein Einlegeboden, null. Das musst du alles einzeln bestellen, weil es ist nicht da im Lager. Also Vorsicht, wenn du bei IKEA was einkaufst, es sind Beratungsmuster, haben wir früher in der DDR gesagt. Ja, wolltest du eine Schrankwand haben? Hast du Beratungsmuster? Wolltest du einen Kühlschrank haben? Gab es Beratungsmuster? Die Ware selbst, Fehlanzeige. IKEA geht denselben Weg mittlerweile. So, ich habe das auch schon mal ausgepackt. So ein Schubkasten besteht aus 5 Teilen. Das sind zwei Seitenwangen aus Blech. Das ist die rückseitige Wange des Korpus. Da sind auch die Rollen dran für das Einhängen in die Schienen, wo dann der Kasten hin und her geht. Und da ist der Boden. Das sind die 4 Teile. Und das fünfte Teil ist eine Blende. So. Wisst ihr, was das Problem ist bei IKEA in der Türkei? Wenn du Glück hast, kannst du im Internet diesen Schubkasten bestellen. Und wenn du noch mehr Glück hast, kannst du auch die Blende dazu bestellen. Aber das Glück hatten wir nicht. Erstens mal wurden die Sachen, die wir brauchten, mit dem Schrank nicht mitgeliefert, weil sie nicht da waren. Wir haben also den Schrank, den Korpus extra bestellt. Wir haben diese Schubkästen extra bestellt und wir haben die Blende extra bestellt. Wir haben noch mehr IKEA-Möbel in der Wohnung aufgebaut. Warum wir IKEA gewählt haben, ist eine andere Geschichte. Es musste so sein. Und wir brauchten insgesamt 9 solcher Schubkästen. 9 von dieser Größe. Und jetzt haben wir das endlich geschafft nach über 2 Wochen. Wenigstens für diesen Schrank diese einzelnen Teile zu bekommen. Für die anderen Sachen, die wir schon aufgebaut haben, haben wir 3 Wochen gebraucht für ein paar lumpige Schubkästen. Und dabei ist das ein Problem in Türkei, IKEA. Dieses komische Brett, diese Blende, ein viereckiges Brett, 80x20, zu liefern. Ein Scheißbrett wird tausendfach gebraucht. Wieso baut man das nicht und hat das auf Lager? Verstehe ich nicht. Okay, regen wir uns nicht auf. Wir bauen jetzt den Kasten zusammen. Ich zeige euch, wie das geht. Einzige Werkzeug, was ihr braucht, ein kleines Hämmerchen.
Zusätzlich habe ich noch so einen Schraubenzieher, aber dann, ob wir den brauchen, weiß ich nicht. Und wenn, dann zeige ich Ihnen warum. Und dann haben wir noch einen Cutter, wo wir die ganzen Kartongeschichten öffnen, Folien aufschneiden und so weiter. Habe ich schon mal alles vorher gemacht. Bauen wir das Ding zusammen. Ihr passt auf, wie das geht. Den nächsten Schubkasten braucht ihr keinen Montageservice. Das baut ihr einfach selber zusammen. Okay, fangen wir an mit der Rückseite von dem Ding. Und dann guck mal, da sind hier so Löcher ausgestanzt. Und wir haben das Gegenstück dazu. Das sind da in den Seitenwangen diese kleinen Fähnchen da drin. Ja, auch so ausgestanzt und rausgedrückt. Und das sind die Verbindungsteile, wo wir Rückseite vom Kasten und die Seitenteile miteinander verbinden. Wie machen wir das? Ohne Anleitung. Wir gucken erstmal, wo ist diese Nut, wo dann der Boden eingelegt wird. Ja, der Boden eingeführt wird. Gucken wir mal. Den brauchen wir als erstes. Legen wir uns also so auf den Schoß, dass die Nut von uns zeigt. Und dann gucken wir, wo diese Nasen sind. Und dann gucken wir, dass diese Nut, also hier und hier, die muss umlaufend sein. Da kommt später der Boden rein, dass die hier zusammenpasst. Und dann stecken wir diese beiden Sachen hier, da wo diese Aussparungen sind, einfach zusammen, klinken das ein und schon fertig. Ja? Erster Teil hängt zusammen. Wir nehmen die zweite Seitenwand von dem Schubkasten. Da ist die Nut, na klar, auf der anderen Seite, aber die muss immer nach innen zeigen und klinken das auch genauso hier ein. Warte mal, ich mache mal die Kamera ein bisschen tiefer. Da haben wir vielleicht bessere Sicht auf das ganze Dings. Okay, so fahren wir die Kamera mal runter. Okay. So, und jetzt fügen wir diese Seitenwand hier mit der Rückwand auch mit diesen ausgestanzten Dingen zusammen. Randrücken, einrasten lassen und das war's. Und schon haben wir Hinterteil, Rückwand und Seitenteile von dem Schubkasten miteinander verbunden. So, das legen wir uns jetzt mal hier unten hin. Dann tue ich links und rechts den Fuß ran, nehme den Boden, das ist so eine Presspappengeschichte, das Presspappenteil, nehme das, logischerweise den Aufkleber da unten mit der Artikelnummer noch, lassen das Ganze reingleiten und gucken, dass das unten in die Nut auch einrastet. So, jetzt haben wir den Korpus bis auf die Blende fertig. Ja, Rückseite, zwei Seitenteile. Und Boden. Jetzt kommen wir dazu und wollen die Blende einbauen und das zeige ich euch jetzt. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ich nehme erstmal den Korpus hier runter und nehme die Blende auf meinen Schoß. Das ist meine Werkbank. Jetzt nehme ich das Ganze, halte das hier links und rechts ein bisschen zusammen, dass es nicht aus der Nut rausrutscht. Drehe das rum. Und führe hier unten, könnt ihr sehen, ja, hier unten führe ich diesen Boden in die Nut und schiebe das Ganze so zurecht, damit diese Löcher hier, ja, links und rechts zu sehen sind. Und da kommen jetzt ins Spiel diese kleinen Plastikteile, die im Zubehör in der Verpackung des Korpus mit dabei sind. Davon habe ich zwei Stück, ja, einen links und einen rechts. Und die haben unten diesen kleinen Fuß dran. Und dieser Fuß hat hier so kleine Riefen, kann man vielleicht sehen. Ja, so. Und mit dem Fuß nach unten zum Boden hin stecke ich das hier mit diesen Nasen, die da dran sind, das sind diese Nasen dran, in die Löcher rein. So. Und dann drücke ich hier hinten an diesem Fuß und drücke das Ganze nach unten. So, das mache ich auf der anderen Seite genauso. Dieses Plastikteil mit dem Schuh nach unten da rein und dann drücke ich das hier unten einfach nach hinten. So, zack. Und so sitzt das dann da drin. Kann man noch mal gucken. Ja, so sitzt das dann drin und dann ist hier ist so eine kleine Nase.
Die drücke ich so rein in dieses Loch. Hier ist ja noch ein Loch. Drücke ich das rein und dann habe ich hier diese kleine bewegliche Teil. So. Und das drücke ich runter und dann nehme ich mal die andere Hand zu, rastet das ein und jetzt kann diese Befestigungsteil nicht mehr rausrutschen. Auf der anderen Seite mache ich dasselbe. Und dann haben wir noch zwei kleine Plastikteile. Die sind auch mit in dieser Tüte mit drin, wo die kleinen Teile sind. Und die kommen ebenfalls hier. Kommen die rein. So, kann man sehen. Und die drücken wir auch da rein. Jetzt kann das ganze Teil nicht mehr rausrutschen. Also, Blende ist mit dem Korpus verbunden. Auf der rechten Seite das gleiche. Und schon, da bin ich. Und schon haben wir einen Schubkasten montiert. Ganz ohne Werkzeug, ohne Schrauben, ohne Nägel, ohne alles. Das ist das, was ich bei IKEA gut finde. Ja, die haben also ein System entwickelt, wo du Möbel auf einfache Art und Weise mit extrem wenig Werkzeug zusammenbauen kannst. Schubkasten gebaut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch mal einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, weil ich zeige euch beim nächsten Mal, wie ich einen Schrank zusammenbaue. Und da hoffen wir, dass wir uns nicht so aufregen müssen, weil nur die Hälfte der Teile geliefert wurde. Warten Sie mir mal ab. In den nächsten 3 Tagen soll die Lieferung kommen. Also bis dahin, macht's gut. Dann bauen wir zusammen einen Schrank von IKEA auf. Ohne Anleitung. Servus und Tschüss. Euer Alman Derwisch mit einer ganz anderen Sache als sonst.